Im Frühmittelalter beherrschten sie die Weiten der Ozeane. Das Meer, oder besser gesagt das eigene Schiff, war ihr Zuhause. Die Rede ist selbstverständlich von den Wikingern, die schon vor Jahrtausenden Techniken beherrschten, die wir selbst heute nur teils schwer erklären können. Bekannt ist der Volksstamm bei jüngeren Menschen, vor allem durch die Kinderserie Vicky und die starken Männer. Wenn wir heutzutage die Himmelsrichtung bestimmen wollen, schnappen wir uns das nächste Smartphone und öffnen eine Kompass-App. Die Technik hat sich in den letzten Jahren so sehr weiterentwickelt. Wir können vom Glück reden, dass wir die erste Generation sind, die das Internet für selbstverständlich erklären kann. Die Wikinger mussten auf natürliche Techniken zurückgreifen, um sich in den Weiten der Ozeane zurechtzufinden. Forscher haben den berüchtigten Sonnenstein nun mal genauer untersucht. Der sogenannte Sonnenstein war eine wichtige Sache für die Wächter der Meere. Sie besaßen nämlich noch keine Art von Magnetkompassen. Überlieferungen zufolge benutzten sie neben dem gewöhnlichen Sonnenkompass, bestehend aus einem einfachen Holzbrett und einem Schattenstab, tatsächlich einen Sonnenstein, der die Orientierung sichtlich vereinfachte. Es soll sich um einen Kalzitkristall handeln, der einfallendes Licht in zwei Strahlen bricht. Der Stein muss so lange gedreht werden, bis beide Strahlen die gleiche Helligkeit aufweisen. So kann ermittelt werden, aus welcher Richtung das Licht kommt. Sogar nachts sollen so die Wikinger den Standort der Sonne bestimmt haben. Forscher wollten selbst austesten, ob man sich mit dem Stein tatsächlich auf hoher See orientieren kann. In einem Planetarium inszenierten sie die verschiedenen Szenarien und konnten mit dem Sonnenstein wirklich den Stand der Sonne und so gesehen indirekt die Himmelsrichtung bestimmen. Darüber hinaus soll der Stein sehr präzise gewesen sein. Wenn man es mehrmals täglich überprüft, wäre eine Abweichung zur tatsächlichen Himmelsrichtung fast nicht mehr vorhanden. Das Ganze nur mit einem natürlichen Stein und dazu kommt noch, dass irgendjemand das damals herausgefunden haben muss. Einfach unglaublich. Das war's auch schon. Habt ihr schon mal vom Sonnenstein gehört? Schreibt es gerne in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu bewerten. Außerdem könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.